Jürgen und Silke. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von Jürgen und Silke, die ich vor vielen Jahren mal von der guten, geschätzten Vera Birkenbiel gehört habe. Und deine Aufgabe ist es, richtig gut zuzuhören, um anschließend herauszufinden, was ist mit Jürgen und mit Silke geschehen. Okay, du betrittst ein Wohnzimmer. Es duftet ausgesprochen gut in diesem Wohnzimmer. Du gehst ein paar Schritte in dieses Wohnzimmer hinein. Es ist übrigens nicht dein Wohnzimmer. Rechts an der Wand hängen 6 wunderschöne Bilder. Das zweite von links allerdings hängt etwas schief. Du gehst an einem runden Eichentisch vorbei und die Gardine weht tief ins Zimmer, während ein LKW laut hupend draußen vorbeifährt. Und plötzlich bleibst du stehen und siehst Jürgen und Silke tot am Boden liegen. Und der Teppich, auf dem die beiden tot liegen, ist feucht. Was ist geschehen mit Jürgen und mit Silke? Vermutlich gehen dir jetzt Fragen durch den Kopf wie: Ist die Feuchtigkeit Blut? Nein. Waren Jürgen und Silke ein Paar? Nein. Vermutlich bist du überrascht, wenn du am Ende erfährst, dass es sich bei Jürgen und Silke halt eben nicht um 2 Menschen handelt, sondern um 2 Goldfische, die im Aquarium waren. Und die Katze ist über die Fensterbank gesprungen und hat dieses Aquarium halt eben von der Fensterbank gestoßen. Was ist die Message dieser Geschichte? Jürgen und Silke sind im Grunde genommen in jeder Kommunikation, in jedem Gespräch zu Hause und freuen sich darauf, dir ein Bein zu stellen. In Form von falschen Annahmen oder falschen Voraussetzungen. Und damit du dich in Zukunft davor schützen kannst, ist es halt eben wichtig, ein schärferes Ohr zu entwickeln für Details und zu hinterfragen, denn häufig scheitern Gespräche an Missverständnissen, an falschen Bewertungen, an falschen Annahmen. Und mit Jürgen und Silke kannst du dich davor schützen.